Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Star Trek, die offizielle Raumschiff-Sammlung. Heute Ausgabe 6 für euch am Start, der romulanische Warbird. Ja, ist alles wieder mal mit der Post gekommen und das sogar recht pünktlich. Ich freue mich drauf und ihr seht schon, vor euch ist das Heft und hier ist das schicke kleine Modell. Und ich kann euch jetzt schon mal kurzweilig spoilern für alle, die das gute Stück noch nicht haben. Dieses Modell ist definitiv eins der besseren momentan, die wir in der Sammlung zu erwarten haben. Also es sieht wirklich äußerst, äußerst schick aus. Aber natürlich, wie ich das sonst auch mal mache, schauen wir uns erstmal das Heft an. Und da haben wir jetzt Ausgabe 6. Ich habe sie jetzt mal perspektivisch ein bisschen besser positioniert, denn ich denke mal, in den letzten Videos war das ein bisschen zu schräg. Also denke ich mal, versuchen wir es mal so. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Ihr seht, die Lieferung hat dieses Mal leider mein Heft ein wenig beschädigt. Ich habe hier oben ja einen Riss drin. Das sieht nicht wirklich sehr schön aus. Also da weiß ich nicht, wie die Hefte verschickt werden. Das ist nicht wirklich immer die beste Lösung. Die flattern da los im Karton rum. Naja gut, das ist ein kleiner Nitpick. Solange aber die Schiffe für mich okay sind, meckere ich da nicht großartig rum. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. Als erstes schauen wir uns natürlich mal wieder die Spezifikation an von unserem romulanischen Warbird. Oh ja, ihr könnt das so viel besser sehen. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir uns das mal an. Die Zugehörigkeit ist natürlich das romulanische Sternimperium. Die Klasse, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das ist die, oh Gott, Dederidex, ist das richtig? Dederidex-Klasse. Länge 1353 Meter, also ein Riesenteil. Die Höchstgeschwindigkeit betrifft Warp 9.6. Bewaffnung, Phasendisruptorkanonen und Photonentorpedowerfer. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ihr seht das hier von vorne, von oben drauf. Das ist schon mal ein sehr schönes Bildchen davon. Schauen wir uns mal hier weiter an. Da ist er, der romulanische Warbird. Wisst ihr, warum mich das Ganze ein bisschen erinnert? Ich kann da mal kurz einen kleinen Franchise-Abstecher machen. Das erinnert mich so ein bisschen an die neuere Battlestar Galactica-Serie. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zylone hier vorne, dieser Kopf. Das hat damit irgendwie Ähnlichkeit. Wer hat da wohl geklaut? Ne? Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir machen natürlich immer die Datenströme. Ich denke mal, sonst wird das Ganze zu lang. Hier ist ein Datenstrom. Und zwar steht da, während des Kriegs mit den Dominion unterhielt der Tal Shiar eigene Warbirds, die in einer etwas anderen Farbe lackiert waren als die Schiffe des Militärs. Hier seht ihr das. Das müsste ja einer der romulanischen Warbirds sein. Die ähneln sehr den Klingonen. Das kommt davon, das sind Klingonen gewesen. Die haben einfach die Sachen übernommen und haben dann halt ihre Abzeichen, ihre Flagge darauf gepinselt. Und das sah schon recht fett aus. Hier auch ein paar sehr schicke Sachen. Ich mag das ja, ne? Dieses Riesenviech hier oben mit der ganzen Beleuchtung, mit den ganzen Fenstern hier. Das haben die wirklich äußerst schick gemacht. Hier unten ist ein großer Datenstrom. Der könnte jetzt ein bisschen dauern. Hier, Datenstrom. Die romulanische Gesellschaft macht keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Commander Toret, die Kommandantin des Kreuzers Khazara, war an mehreren Kampfeinsätzen gegen die Klingonen beteiligt und wurde mit der, oh Gott, Sotarik-Belobigung ausgezeichnet. Auch im Tal Shiar, dem Geheimdienst, der gegen Ende des 24. Jahrhunderts praktisch die gesamte romulanische Gesellschaft kontrolliert, haben Frauen hohe Prioritäten inne. Jo, das finde ich auch gar nicht schlecht. Hier oben seht ihr noch mal ein paar coole Kampfszenen. Hier sind mehrere am Start. Sieht auch echt gut aus. Kommen wir mal hierher. Ja, mir wurde übrigens nahegelegt, mir doch mal diese Querschnitte hier ein bisschen genauer anzuschauen und das dann mit den Schiffen zu vergleichen, denn da kann man doch recht gut sehen, ja, wo was fehlt an Bemalung oder wo ein Druck nicht richtig ist. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das hier eigentlich wirklich genauso, wie ihr euer Modell zu erwarten habt. Das hier ist aber eigentlich auch kein, ich weiß nicht, ob das ein 3D-Scan ist. Das sieht schon eher gemalt aus, aber ist ja auch relativ egal. Hier haben wir noch einen Datenstrom. Ein Verbund aus einem Dutzend romulanischer Warbirds flog gegen Ende des Krieges gegen das Dominion in den Gamma-Quadranten, um alles Leben auf den Heimatwelten der Gründer auszulöschen. Die Gründer waren allerdings bereits von dort geflohen. Yep, weg waren sie. Ja, hier seht ihr das, hier oben ist die Hauptbrücke. Ich finde das wirklich immer genial. Sehr informativ für mich, weil ich habe solche Infos selber noch nicht in meinem Besitz. Ja, die Entstehung der Romulaner könnt ihr hier sogar noch nachlesen. Aber das werde ich natürlich alles nicht für euch machen, denn ihr sollt euch das Heft ja dann irgendwann selbst zulegen. Und dann könnt ihr euch das Ganze vielleicht mal, ja, selber durchlesen. Hier auch sehr cool. Meine geliebte Enterprise E, auch sehr fett. Steht da zufällig irgendwas drin geschrieben? Leider nicht. Ja, ich werde das Ganze mal schnell durchblättern, weil wie gesagt, Konzeptzeichnung. Das sieht doch schon mal cool aus. Hier ist die Enterprise D und hier ist schon der romulanische Warbird. Da habt ihr ungefähr einen Größenvergleich,
wie groß so ein Warbird ist. Ich muss sagen, das Design, was wir alle kennen und lieben, sieht gut aus. Weil das hier, das gefiel mir jetzt nicht so wirklich. Oh, hier sind noch einige mehr. Ja, schon nicht schlecht. Das ist ja auch abgedreht. Schaut euch das an. Was steht denn da? Auch wenn die Produzenten sie abgelehnt hatten, hing Probert sehr an seiner ersten Version des Warbirds. 20 Jahre nach seinen ersten Skizzen erstellte er ein detailliertes CGI-Modell, das einen guten Eindruck davon vermittelte, wie bedrohlich das Schiff in der Fernsehserie gewirkt hätte. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Obwohl ich muss sagen, ich mag die Variante lieber, wenn das einmal gedreht ist. Aber ist auch eine gute Idee. Könnte man natürlich noch als eine andere Klasse irgendwann mal mit einführen. Wenn das die Macher denn natürlich machen würden. Und ja, das war es eigentlich schon. Eigentlich ist es viel zu kurz, oder? Schauen wir uns mal die Auftritte an. Erster Auftritt, die neutrale Zone aus The Next Generation. Fernsehauftritte, Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine und natürlich auch in Star Trek Voyager. Entworfen von Andrew Probert. Ja, sonst noch irgendwas, das Wissenswerte, das müssen wir natürlich auch noch kurz durchnehmen. Und zwar, viele Romulaner-Darsteller sind meist auch nach ihren weiteren Rollen zu sehen. Mark Lennard, der den ersten romulanischen Kommandanten spielte, war später als Spocks Vater Sarek zu sehen. T'Bok, der erste Romulaner in Star Trek The Next Generation, wurde von Mark Wood Alaimo gespielt, der später als Bösewicht Gul Dukat in Deep Space Nine zu sehen und zu großem Ruhm gelangte. Und ja, und die Rolle der Tal'Shiar-Agentin Sela wurde von Denise Crosby übernommen, die zuvor Selas Mutter Tasha Yar gespielt hatte. Auch sehr cool. Ja, das haben wir denn hier noch. In der Serie waren mindestens 4 verschiedene Warbird-Brücken zu sehen. Die erste, die in die neutrale Zone verwendet wurde, war die einzige, auf der Kommandant und Subkommander nebeneinander saßen. Auch eine interessante Sache. Was haben wir denn hier noch? Die originale Karte der neutralen Zone aus der Folge Spock unter Verdacht zeigt die beiden Heimatwelten der Romulaner und benennen sie Romulus und Romy. Obwohl im Dialog der Folge bereits die endgültigen Planetennamen Romulus und Remus verwendet wurden. Ja, sehr interessant. Dann haben wir natürlich rechts noch die Vorschau. In Ausgabe 7 gibt es die Defiant und in Ausgabe 8 haben wir ja, ein Schlachtkreuzer, der, ich kann es nicht aussprechen, verzeiht mir das, aber da kommen wir dann zu, wenn Ausgabe 8 am Start ist. Ja, das ist eigentlich Ausgabe 6, aber ich würde sagen, das Wichtigste ist das Schiff und das schauen wir uns jetzt wie immer gemeinsam an und ich kann euch wirklich sagen, es ist ein schickes kleines Schiffchen. Und da ist er, der romulanische Warbird in all seiner Pracht, zusammen mit seinem Stand, den ich jetzt aber schon mal beiseite packe werde. So, hier ist das Schiffchen. Es ist diesmal doch wieder relativ groß, muss ich sagen. Es ist sehr schwer. Wir müssen mal gucken, wo hier der Metallanteil an dem guten Stück ist. Ich würde sagen, ihr hört das hier. Dieser ganze Bereich hier ist definitiv Metall. Während wir dann hier bei der Front, denke ich mal, da werden wir das Plastik haben. Obwohl, ich glaube, das ist auch noch hier Metall. Hört sich zumindest so an. Hier auf der Unterseite dürfte das ganze Plastik sein. Ja, das hört man. Da habt ihr es. Aber das hier ist alles Metall und das fühlt sich auch wirklich sehr gut an und sieht sehr, sehr gut aus. Ja, so auf den ersten Blick würde ich sagen, detailtechnisch ist dieses Schiff wirklich ein sehr, sehr tolles geworden. Eins definitiv der besten bis jetzt aus der Sammlung. Was ich besonders positiv hervorheben kann, sind die ganzen Fenster. Seht euch das an, wie viele kleine Fenster hier überall reingesculptet sind und die sind wirklich auch sehr, sehr gut bemalt. Also ich kann jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, dass da irgendwie ja, die Fenster fehlbedruckt sind oder ein bisschen verrutscht sind. Das sieht wirklich sehr schick aus. Das sind so viele kleine Pünktchen auf dem Ding, wirklich äußerst cool. Was auch geil ist, es ist nicht einfach nur so ein normaler Grünton. Der ganze Warbird ist so ein bisschen mit Drybrush überzogen. Ihr seht das vielleicht auch. Er sieht so ein bisschen dreckig und gritty aus. Also auch das haben die toll gemacht. Gefällt mir sehr gut. Auch hier an der Seite die ganzen Details. Sehr klein, sehr fein, super ausgearbeitet. Und ja, großartig Fehler kann ich an meinem Schiff jetzt nicht entdecken. Hier ist eine kleine Lücke, die, gut, die ist minimal. Also da kann man echt nicht meckern. Das ist schon okay. Auch hier die Fensterchen, die sind wirklich sehr gut gemacht. Das hat schon was. Sieht schick aus. Von unten das Ganze, auch sehr cool. Ja, hier sind sogar noch ganz kleine Riefen drin und alles. Wirklich sehr, sehr schick. Ja, jetzt kommt der Nitpick, den ich jetzt so gerade sehe. Sie ist nicht ganz gerade, und zwar die Front. Seht ihr das? Ja, andere Leute würden das gute Stück jetzt wahrscheinlich sofort reklamieren.
Nö, mache ich jetzt nicht, auf keinen Fall. Also, das fällt sowieso gar nicht auf, weil wenn er auf seinem Stand steht, dann, nee, dann fällt das nicht auf. Da kann ich jetzt nicht meckern. Ich denke mal, das lasse ich so. Ansonsten bin ich wirklich, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben für die Leute unter euch, die das Schiff auch besitzen. Habt ihr auch solche Schwierigkeiten oder ist euer Schiff in einem einwandfreien Zustand? Also ich denke mal, das ist für mich echt so eine Kleinigkeit, oder? Kann ich jetzt nicht meckern. Minimal daneben, das ist so ein bisschen gedreht. Aber das ist wirklich schick. Ja, detailtechnisch auch mal hier vorne noch. Ihr seht, das Zeichen ist hier oben drauf. Es ist auch hier ein bisschen krumm. Noch ein Nitpick, den ich haben könnte. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, dass ich mal... Ist das eine Spinne? Da salzt sich eine Spinne vor der Linse ab. Ich glaube es nicht. Ich habe irgendwie immer irgendwas in meinen Videos. Verzeiht mir das. Aber das passt schon. Ja, wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich einen mega großen Grund gehabt, ein Schiff zu reklamieren. Ob das jetzt hier ein Grund wäre? Ich glaube es. Nein, ich mache es nicht. Das ist einfach zu aufwendig, meiner Meinung nach. Und man sollte da nicht zu, penibel sein, auf jeden Fall. Denn ansonsten, finde ich, ist das Schiff wirklich sehr schick. Hier unten könnte man sagen, ob das so richtig ist, weiß ich nicht, diese kleine Lücke hier. Aber die ist eigentlich auch recht okay, die sieht man sowieso kaum. Also im Großen und Ganzen ist dieser Warbird wirklich ganz toll geworden. Und er gefällt mir richtig gut. Ja, packen wir ihn auf seinen Stand. Das zeige ich euch jetzt mal gleich direkt hier live vor der Kamera und mache keinen Schnitt. Denn der Stand ist ein wenig anders. Ihr seht das hier, er hat so eine länglichere Gabel. Da müssen wir den Warbird natürlich jetzt irgendwie reinfriemeln. Ist aber alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht, Leute. Denn ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Er muss einfach hier hinten am Heck reingefriemelt werden. Da wird er reingelegt. Ungefähr so. So rein. Und dann hält euer Warbird. Dann ist er auf seinem Stand. Und dann könnt ihr ihn euch ins Regal stellen. Und ich finde, er sieht sehr, sehr schick aus. Unten drunter natürlich wieder das typische, die typische Beschriftung. Romulan Warbird 0302A-N. Was die Zahlen bedeuten, weiß ich nicht. Und 2015 ist CBS Shows. Ja, das ist der romulanische Warbird, Leute. Und ich würde sagen, er ist ein sehr, sehr schickes Schiff geworden. Meins hat ein paar Nitpicks, aber die sind für mich persönlich nicht relevant. Ich denke mal, da könnt ihr das euch dann halt aussuchen, ob ihr es dann zurückschickt oder nicht. Aber ich kann euch diese Ausgabe definitiv empfehlen. Ausgabe 6 ist eine tolle Ausgabe und der romulanische Warbird sieht sehr, sehr schick aus. Ja, ich würde sagen, das war's schon wieder für diese Ausgabe. Und ich werde jetzt sofort für euch die 7. Ausgabe filmen, denn die Defiant ist natürlich auch gleich mit dazugekommen. Ansonsten kann ich euch noch eben mal was zeigen, was mich doch sehr erfreut hat. Denn die erste Spezialausgabe wurde angekündigt. Da packe ich den Knall, den Warbird mal nach unten. Oh Gott, was für ein Vorführeffekt. Ja, dafür, dass ich die Kamera jetzt ein bisschen höher angesetzt habe, ist natürlich die Sturzgefahr ein bisschen krasser. Aber er steht und das passt. Ja, es war ein Zettelchen dabei. Da ich ja nun großer Abonnent bin, da ist es. Ausgabe, Spezialausgabe 1 ist dabei. Also in der Sonderausgabe des Star Trek Sammel, der Star Trek Sammelmodell, Gott, meine Versprecher wieder. Nein. Deep Space Nine, Leute. Deep Space Nine, inklusive 20-seitigem Magazin, steht ab dem 22. April 2015 zum Verkauf. Ihr seht, das gute Stück wird 29,99 kosten. Ob sich dieser Preis gerechtfertigt, das werden wir dann sehen. Denn da ich das Ganze im Abo schon angekreuzt habe, ich wusste es nicht mehr genau, ob ich es gemacht habe, wird auch Deep Space Nine natürlich zu mir kommen und die werden wir uns dann im Detail genauer anschauen. Aber ich denke mal schon, sie wird sich lohnen und sie wird sehr, sehr schick in unserer Sammlung aussehen. Ja, Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Heftchen und ja, haut rein, bis denn dann. Tja, das war ja nun der romulanische Warbird. Wie ich finde, ein sehr, sehr schickes Schiffchen, auch wenn meiner ein wenig krumm ist. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, solltet ihr die letzte Folge noch nicht gesehen haben, schaut mal auf die rechte Seite, denn da habe ich sie euch verlinkt. Und darunter natürlich die aktuelle Playlist zu allen Star Trek Starships. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, dann könnt ihr mich sogar da unten abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein einziges Schiffchen mehr, keine Ausgabe mehr. Denn jeden Monat kommt auf jeden Fall was Neues dazu. Und vielleicht sogar schon die Spezialausgabe, die Deep Space Nine. Mal sehen, wann die erscheint für uns Abonnenten. Also da freue ich mich drauf. Danke Leute, dass ihr dieses Video geguckt habt. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Macht's gut, bis denn dann und reingehauen.